Ja, wie heftig angenehm sieht das bitte schon aus. Holy moly, Alter. Es gibt Menschen, die haben einfach keinen Bock auf ihre Arbeit. Dann gibt es aber auch noch Menschen, die sind einfach langsam bei der Arbeit. Und dann gibt es auch noch Menschen, die sind komplett schnell bei der Arbeit, sodass sie quasi schon in ein paar Stunden immer Feierabend haben. Also die, Leute, gucken wir uns auf jeden Fall auch heute mal an, Leute. Ihr habt es euch auch wieder gewünscht. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button. Lasst uns heute mal wieder die 10.000 Likes schaffen, dafür, dass wir wieder auf die schnellsten Arbeiter reagieren. Und Leute, verprügelt auf jeden Fall auch den Abo-Button, denn ihr guckt die ganze Zeit meine Videos, aber ihr habt gar nicht abonniert, denn 75% von euch haben noch gar nicht abonniert. Ich gebe euch jetzt einmal ganz kurz 3 Sekunden Zeit. Dankeschön. Wenn du nicht weißt, wie du abonnierst, einfach unten, Leute, ist ein roter Knopf, da drauf drücken, dann bist du schon am Start in der Gang. Okay, das Ganze geht hier anscheinend los und das sieht mir so aus, als wären das so Postarbeiter und ihr müsst jetzt quasi irgendwas so lagern und guck mal hier, die sind auf jeden Fall, was Teamwork angeht, richtig, Alter, guck mal, die werden immer schneller, Leute, wie schnell die da einfach diese Verpackung da einfach perfekt aneinander stapeln. Guck mal, die gucken alle gar nicht hin, die gucken alle auf den Boden und schon haben sie das alles perfekt eingeräumt innerhalb von Spitzenzeit. Habt ihr schon mal gesehen, wie schnell man eigentlich Pizza schneiden kann? Also mit meinem Pizzaroller komme ich da ja gar nicht hinterher. Und er macht das in perfekte 8 Dinger rein, ne? Alter Schwede, Mann. So, der hier auch, wie der das Hühnchen da zerballert, ne? Junge, Junge, Junge. Ich würde mir da schon alle Finger abhacken, ne? Aber einfach so, weil ich... Guck mal, die sind echt alle zu krank drauf, Freunde. Ne? Auch hier, wie schnell er den Salatkopf da schneidet. Ey, das ist halt so krank und... Yo, wie schnell pflückt er da bitte schon was hin? Das ist da Zwiebeln oder so? Als würde der einfach halt irgendwie so ein bisschen Dreck rumwirbeln. Nein, er pflückt da sogar alles perfekt. Und hier, wie schnell macht er bitte schön seine Flipflops da zusammen? Ich würde mir bei diesem Teil da so in die Hand hauen. Ich will gar nicht wissen, wie krass das wehtun würde, ne? Aber der ist auf jeden Fall, Alter, übertrieben schnell am Start. Yo, oha, einfach plupp, plupp, plupp. Und das sind wirklich die perfekten Größen für jedes Fach. Und es geht auch nichts daneben. Kein einziges Ding. Wie geht das, Alter? Holy Macaroni und alles fertig. Weiter geht's dann auch mit dem Dude hier und... Oha. Yo, und jetzt wird hier auf jeden Fall mal eben alles perfekt geschnitten. Wie geht das denn? Muss der denn nur so einen ganz kleinen Schnitt machen? Weil die schneidet ja nicht ganz durch. Ich glaube, die muss nur so einen kleinen Abschnitt machen. Aber guck mal. Die ist voll in dem Rhythmus drin. Und auch hier, was sind das? Pfannkuchen oder was? Die werden ja alle perfekt auf diese... Alter, die wirft die auch perfekt hin, ne? Die stapelt die, glaube ich, aufeinander und sind das 2 Stück, die sie da hinwirft. Die kannst du halt nicht ansprechen, weil eben bei der Arbeit. Yo! Wie schnell kann der Typ bitteschön... Oha! Macht man das nicht normalerweise voll langsam? Ja, und hier auch die perfekt. Ja, oh! Okay. Ich glaube, die muss da mal so drauf treten und dann kommt da was raus. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Hier sind auf jeden Fall alles perfekte Größen. Boah, und diese Person bräuchte ich echt mal, um meine Weihnachtsgeschenke einzupacken, ne? Wie schnell kann man bitte schon sowas Rundes einpacken? Ich habe ja schon Probleme bei eckigen Sachen, aber das ging ja gerade mal übel schnell, Freunde. Auch jetzt hier? Gut, sieht natürlich jetzt nicht so schön aus, aber das ist ja auch nicht das Wichtige, ne? Guck mal, jetzt wird noch mit den anderen Sachen hier was gemacht. Ja! Wie heftig angenehm sieht das bitte schon aus? Hä? Ist das irgendwie eine Kettensäge für Papier oder so? Yo. Ob das so gesund für seinen Rücken ist, Leute, ich weiß ja nicht. Ich bezweifle es eher, aber so kann man auf jeden Fall auch die ganzen Steine schnell nach oben bringen. Oh, und da auch perfekt hier alle darauf, ne? In einem perfekten Abstand. Die tanzt dabei sogar noch. Guck mal, die hat anscheinend auch an seinem Handy oder an ihrem Handy noch irgendwie so ein Video an oder irgendwie Musik, was sie noch so nebenbei einfach hört, während sie das Ganze auf das Fließband packt. Und yo, der hat auf jeden Fall Spaß an seinem Job. Kann man auf jeden Fall mal so sagen. Der hat auf jeden Fall Spaß. Oder ist irgendwie besessen vom Teufel. Eins von beiden, Leute. Eins von beiden. Schneidet die jetzt einmal mit ihren Fingernägeln? Oder wie? Hä? Die macht da gefühlt so perfekte Würstchenstücke. Oh, das, oh mein Gott, das wäre mir aber ein bisschen zu riskant, ne? Da würde man sich doch locker so safe richtig schnell in den Finger schneiden. Guck dir das mal an, Mann. Das ist doch übel riskant. Aber so wird man natürlich betitelt dann als schnellster Arbeiter, ne? Das hat so Risikosachen mit sich. Hier auch. Guckt euch das mal an. Wie schnell diese Würstchenstücke da gemacht werden. Oder was auch immer das da ist, ne? Sieht halt so ein bisschen aus wie... Oh mein Gott, wie Wurst. Und jetzt hier...
So kann man auf jeden Fall auch einen Boden schnell zusammen machen, ne? Ich denke mal, das wird da alles so geflochten. Yo, wie viele Pfannkuchen oder Pizzastücke hat er da bitte schon fertig? So kann man auf jeden Fall... Alter, den bräuchte ich für meinen Papierkram, damit er das Papier so perfekt macht. Na ja, Leute, wie schnell packt die bitte schon Sachen ein? Hat die es irgendwie eilig oder so? Oh. Oh nein, jetzt wird... Oha. So schnell kann man auf jeden Fall auch ganz entspannt mal Holz zerhacken, ne? In perfekte Stücke. Und hier, stempelt der da irgendwie alles ab oder was macht er da? Mit so einem Hackebeil an der Hand dran, ne? Ey, da muss man auch wirklich... Ohne Spaß, Leute, da muss man... Oha! Wie gesagt, es gibt immer einen Asiaten, der 4 Jahre alt oder so ist und einfach besser als du ist und schneller. Yo! Wie einfach perfekt das auch in den Scheiben da wieder geschnitten wird, ne? Ey, das sieht auch wieder schon so angenehm aus. Wenn ihr wieder so ein angenehmes Video haben wollt, Leute, haut auf jeden Fall auf den Like-Button. Dann werde ich das auf jeden Fall mal morgen raushauen. Denn das meistbefriedigendste Video, Part 5. Mal gucken, wie es denn bei euch wieder ankommt. Hier, Alter, wie die auch wieder abdreht. Und jetzt hier, bam. Boom, 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 boom. Oha. Ey, die Leute müssen das wirklich tagtäglich machen, ne? Ein falscher Move und... Aua. Mehr sage ich dazu gar nicht, ne? Das ist einfach nur Aua. Hier. Alter. Ey, kein Wunder, dass er da gefühlt schon einen Verband oder so um seine Hand hat. Das sieht auf jeden Fall alles nicht wirklich so arbeitsgerecht aus. Also in Deutschland würde man das, glaube ich, nicht machen können. Und hier auch jetzt perfekt geschnitten. Was ist das überhaupt für eine Frucht oder so? Hä? Was ist denn das, Leute? Kenne ich ja mal gar nicht. Oh. Ach. So werden dann quasi die Schienen da gebaut. Boah, das sieht aber... Ey, das sieht ja auf jeden Fall, glaube ich, nicht so Spaß, ne? Sieht auch so richtig ungesund aus für den Rücken. Auf jeden Fall mega Respekt an diese Leute, ne? Ohne die hätten wir natürlich keine Schienen. So, und... Hö? Wie schnell kann die bitte schön einfach sortieren? Oh Mann, die hat sogar einmal kurz weggeguckt und dabei weitergemacht. Ohne Probleme. Und hier auch wieder heftige Nudelmenschen am Start, die mit ihren Nudelfähigkeiten wieder richtig übertreiben, Alter. Die gibt's immer, ne? Ey, die machen sogar... Ey, die tun so, als wäre das halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Springseil und dann drehen sie sich dabei, aber... Ja, das ist alles unnormal. Und hier auch werden die ganzen Teile perfekt von den Öfen da oder so oder von den Pfannen runtergehauen. Hö, was sind das denn jetzt bitte schön für... Und direkt neues drauf und wieder zerschnitten und wieder neues drauf. Ey, so schnell kann ich gar nicht gucken, aber das sind, glaube ich, einfach so Hülsen, die so gebraucht werden, ne? Oh, so kann man auf jeden Fall auch schnell alles zusammennähen. Holy moly, Alter. Bitte was, Alter? Oh, das ist... Ich sehe das halt immer so, das kann halt einfach nicht gut für den Rücken sein, ne? Wenn man so schwere, was sind das, Zementsäcke, Reissäcke oder so, die so hochhebt, ne? Klar, es geht schneller, aber dafür kann man halt auch im Endeffekt nachher nicht mehr so lang arbeiten. So, was macht der hier? Ach, ganz schnell mal eben ganz viel Sand drauf. Boah, das ist auf jeden Fall auch schnell am Start, ne? Da haben wir aber schon was Heftiges gesehen, wo so ein Typ einfach 2 Schaufeln genommen hat. Yo, und wie schnell wird bitte schon hier das Bambus da geschnitten? Alter, dass die Leute da... Okay, es ist da direkt an den Fingern dran, ne? Da musst du dir doch die Finger da zerhacken. Sind das hier Eisstücke oder was ist das hier? Ich glaube, Freunde, das sind ja so Eisstücke, die... Oder nee, was ist das? Keine Ahnung, auf jeden Fall werden die auch hier richtig schnell eingepackt hier. Bam, 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 alles rein. Ohne Probleme, die guckt nicht mal hin. Auch hier wie die Fliesen. Ach, die muss gucken, dass die so... Ah, dass die so in einem perfekten Abstand sind. Ey, das ist doch... Das ist doch alles nicht mehr normal, Mann. Das sieht alles so heftig aus. Und jetzt hier... Oh, so kann man die Sachen auf jeden Fall auch runterdrücken. Ey, wie heftig, Mann. Ja, und dann hast du quasi so Spaghettis oder so. Oder was soll das werden? Also appetitlich sieht das jetzt auf jeden Fall nicht aus. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Oh. Die tanzt dabei bei ihrer Arbeit. Tanzt sie einfach dabei. Hat sie schon voll im Flow. Ist für sie schon voll normal. Auch hier mal eben das alles perfekt so zu schneiden. Ist für den Typen auch einfach komplett normal.
Jo, das wird auch alles so perfekt geschnitten, ne? Oh, das muss man auch erstmal machen, ne? Das geht auf jeden Fall echt heftig auf den Rücken. Der ist da gefühlt den ganzen Tag ja nur gebückt, ne? Der macht da so eine Klemme rein, dass das quasi nicht so sich lösen kann. Ja, sieht auf jeden Fall echt, oh mein Gott, auch echt nice aus. Und hier, habt ihr schon mal gefragt, wie diese Stühle gemacht werden? Guck mal, so schnell flechtet er die da durch. Einfach so, das ist ja übertrieben krass. Gänseblümchen, beziehungsweise nicht Gänse, nee, Pusteblumen, nicht Gänseblümchen. Pusteblumen. Ein ganzes Feld damit voll und die sammeln die quasi auf, die ganzen Kerne. Okay, krass. Ja, auch schon wieder krank schnell am Nähen. Na, ich frage mich, wie die Leute das schaffen. Wie soll das, wie ist das bitte schön möglich, dass die einfach so krank schnell nähen? Das sollte es aber auch gewesen sein von den schnellsten Arbeitern der Welt. Ich habe auch schon mal ein paar andere Parts gemacht, also checkt auf jeden Fall auch die anderen Parts aus. Aber Leute, ihr habt es euch gewünscht und da habt ihr auf jeden Fall die Folge wieder bekommen. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button für mehr solche Folgen und natürlich auch den Abo-Button. Checkt dann auch noch hier dieses Video aus. Einfach draufklicken, dann kommt ihr zu einem Video. Ich klicke da auch drauf, ich kann sogar dem Video eine Kopfnuss geben. Also ich probiere es auf jeden Fall. Und ja, klickt auf jeden Fall drauf, Freunde. Und ja, los, mach schon. Komm.